Moin Leute, hier zurück beim Anspielen von Halo Infinite. Und zwar ist es hier gleich der Multiplayer, weil das die Beta ist. Ich habe mir nämlich den Game Pass gegönnt für den PC. Das heißt, ja, man kann hier ein bisschen spielen und Spaß haben, sagen wir es mal so. Der Game Pass, den habe ich mir für 1 Euro gegönnt, weil ich noch nie den Game Pass gekauft hatte. 3 Monate jetzt Testzeit. Und das finde ich schon ganz gut, sonst kostet der Game Pass, glaube ich, 10 Euro im Monat für den PC. Aber es ist eine gute Idee, kann man mal mitnehmen, wenn man überlegt halt, dass man da Vollwertspiele kriegt und auch direkt zum Release, was alles mit Microsoft zu tun hat, ist auch im Release im Game Pass inbegriffen. Die Kampagne fängt dann erst am 8. Dezember an und ja, die werde ich dann auch spielen, wahrscheinlich hier auch am PC, gehe ich von aus. Mal schauen. Aber wir werden jetzt den Multiplayer mal testen und zwar einfach schnelle Partie. Was passiert, weiß ich nicht, mal gucken. Ich werde jetzt einfach suchen und schauen wir einfach mal, was man hier wirklich macht und was nicht, kann ich gar nicht sagen. Weil das ist alles noch frisch und neu. Das heißt, ich werde hier auch viele Fails haben und auch nicht gewinnen oder so. Aber macht ja nichts. Halo ist ja eigentlich Standard, was Gameplay angeht und Multiplayer. Und deswegen hoffe ich mal, dass ich da auch was finde. Und dass es auch gleich losgeht. Verbindung zum Server wird hergestellt, okay. Also einmal habe ich schon gespielt gehabt. Ah, okay, das hat nicht funktioniert. Eben habe ich schon mal probiert zu spielen, dann ist das alles abgestürzt. Hier aber ist auch eine Beta. Darf man nicht vergessen, es ist eine Beta. Das Vorwärtsspiel kommt erst in ein paar Tagen raus. 9, glaube ich. Und deswegen werden wir dann mal sehen, was passiert. Andere Spieler laden noch, okay. Ich weiß gar nicht, ist das Crossplay oder nicht? Ich bin mir gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Aber ich bin selber mal gespannt. Hier kann man auch irgendwelche Boni kaufen oder einstellen. Das lassen wir mal erstmal. Das habe ich vorhin auch mal probiert, dann ist alles abgestürzt hier. Und ja, ich bin selber mal gleich gespannt. Granate werfen, Nahkampf. Ja, muss ich natürlich noch einige Sachen verbessern dann in Zukunft, aber jetzt wird erstmal einfach nur geballert. Mal geguckt, was hier so Sache ist. Wenn es denn lädt. Andere Spiele laden, ja. Toll. Komm schon. Ladet hinne. Ich will was zeigen hier. Ja, gut, das ist natürlich ein bisschen blöd. Natürlich einen schlechten Rechner hat, dann lädt man natürlich noch langsamer als andere und damit blockiert man natürlich erstmal schon das ganze Spiel. Oh Mann. Ich hoffe mal, es geht gleich los. Kann ich eigentlich sehen, welche Leute hier drin sind? Nee. Nur irgendwie, ne? Kann ich da irgendwie meinen Charakter noch irgendwie anders anmalen oder so? Weiß ich gar nicht. Ah, es geht los. Wie gesagt, ich kenne mich noch nicht aus mit dem ganzen Halo-Kram hier. Kam vielleicht auch ein paar neue Sachen dazu. Kampf um die Flagge. Oh, Kampf um die Flagge. Mit Fahrzeugen, okay. Ja, gut. Der hat schon ein bisschen mehr gespielt anscheinend. Hubra. Ja! Unsere verteidigen. Ja, das, was das wird, ist eine andere Frage. Wie gesagt, ich kenne mich hier noch nie aus. Er schießt mich nicht, wenn die Maschine läuft. Wie nehme ich das Ding? Da. Fleischspieße sind eine hohe Kunst. Okay, da haben wir schon mal einen erwischt. Oh. Gegner. Nein. Fachgerecht aufgespießt. Oh Mann. Okay, die Respawn-Zeiten könnten ein bisschen besser sein. Die nerven mich jetzt schon. Oh, der Sniper, den ich gerade verloren habe. Oi. Flagge in verbündeten Händen. Okay. Ich hab die Flagge schon geholt. Ganz schön kleine Map eigentlich, aber finde ich gut so. Ihre Munitionsreserven verringern sich.
Bin ich jetzt gelandet. So, wir müssen eigentlich unseren Teammate hier saven. Der schmeißt die Flagge weg und schießt. Seht ihr das? Der cheatet. Cheatet nicht, aber macht einen Trick. Geil. Superschild verfügbar. Superschild? Was ist das? Ah, okay. Alles klar. Oder auch nicht. Kommt drauf an. Das habe ich jetzt gerade nicht so gesehen. Aber egal. Noch ist das Spiel nicht zu Ende. Aber doch fast gleich. Haben wir schon gewonnen. Hui. Weil unser Teammate, der Leutnant Becko, genau weiß, was Sache ist. Was ist jetzt? Spezialwaffen in Vorbereitung. Oh shit. Sieg! Das war schon komplett. Ja, da haben wir schon gewonnen. Das war ja fix. Du wegen Becko. Ja, nice. Gleich direkt gewonnen. Hier ein Spiel mache ich noch, würde ich sagen. Okay, ein paar Auszeichnungen habe ich auch gekriegt. Spektakulär von der Stange. Okay, dann machen wir nochmal ein Spiel, würde ich sagen. Gucken wir, ob es jetzt wieder klappt oder nicht. Bin mal gespannt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt aufnehmen darf und zeigen darf, aber wie gesagt, das ist ja nur eine Beta, muss man ja immer noch mal dazu sagen. Und es ist ja nur angespielt, ne? Mehr ist das ja nicht. Es ist ja nur angespielt. So, Karte lädt. Es ist immer 4 vs 4. Nee, oder? Moment mal, es ist immer 4 vs 4? Ich glaube nicht. Na egal, ich zeige erstmal das. Ich kann auch die anderen Tage noch andere Sachen zeigen. Es ist einfach nur Schnellspiel und da werden alle Movies gezeigt. Deathmatch, Capture the Flag. Ich weiß nicht, was noch alles gibt. Weiß ich gar nicht. Aber wie gesagt, der Publisher hier, der das jetzt neu produziert, früher war das ja immer Bungie, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es 3, 4, noch was Industries. Wo wir das erste Mal Halo gezeigt haben, haben die ja alle rumgehatet, dass es einfach so als so steril und langweilig aussieht. Ich finde, es geht eigentlich. Es hat schon den Halo-Style, den Halo-Touch jetzt. Und ich bin auch echt mal hart auf die Kampagne gespannt, wie gut die ist. Und dann werde ich es wahrscheinlich hier am PC spielen. Sieht zumindest so danach aus. Der sieht zumindest so danach aus. Eine Flagge. Ah, nochmal Flaggen. Dings. Mikt 2, 3, 5. Okay. Canyon Kyrian. Okay, die haben alle schon öfter gespielt. Der da nicht. Das bin nämlich ich. Oh, was hat der denn da? Aha. Ist der eine gerade rausgeflogen? Sind wir zu dritt? Ihre Flagge wartet. Der ist gerade rausgeflogen. Na toll. Na super. Was ist das hier für eine lustige Map, ey? Okay. Oh shit. Naja, ich als Nubi hab's natürlich jetzt hier schwer. Habe Ortungssensor aufgenommen. Oh, warte mal, das ist ein Sniper. Oder was ist das? Okay, geile Waffe. Hier ist ein Schild. Ja, ich muss es selber erstmal einspielen, ne? Darf man nicht vergessen. Da rannte gerade einer. Ja.
Ja, ich bin zersprungen. Nein! Uiuiui. Aber es ist irgendwie so ein bisschen auch so ein bisschen steril und emotionslos, die Kämpfe so ein bisschen. Es ist schon okay, aber es kickt halt nicht so wie andere Spiele, finde ich irgendwie. Hier ist so ein bisschen das Zurückhalten da, weißt du, so ein bisschen lautlos, ohne Ton, ohne Musik, so richtig. Ist schon wieder down. Plasma-Granaten aufgenommen. Das schien mir überraschend. Spezialgegenstände sind gleich da. Wo komme ich jetzt hin? Hab ich gerade jemanden angeschossen? Oh. Oh. Spezialgegenstände auf dem Feld. Um den Granatenwurf-Taste woanders hinlegen. Der war aber schon angeditscht. Nein. 30 Sekunden. Ja, ist nur Rumgeballer gerade. Ich bin auch Erster irgendwie, zufälligerweise, keine Ahnung. Noch keine Karte, keine Flagge captured. Und nichts wirklich hingekriegt. Brauche Deckung. 10 Sekunden. Skewer in Vorbereitung. Kundschafte die Umgebung aus. Gegnerische Flagge in verbündeten Händen. Skewer verfügbar. Was ist das für ein Zeug? Da drüben freuen sich. Sundest? Oh shit. Ihre Munitionsreserven verringern sich. Gegnerische Flagge zurückgebracht. Runde Fellung. Oh nö. Das war schon. Jetzt wieder? Oder? Es lädt. Ich glaube, das war schon wieder die Runde, oder? Das geht ja ganz schön schnell. Nee, doch nicht. Runde 2. Okay, wie viele Runden spielen wir hier? 3? Mal machen wir ernst. Oh, war ein kleiner Leck da eben. Also es gibt natürlich auch schon ganz, ganz nice Waffen hier. Oh, selber abgeschossen, laut. Das Radar funktioniert also auch. Okay, geht's los. Da waren glaube ich gerade nie drauf. Ortungssensor gefunden. Yo! Gegner verwundet. Schilde sind unten! Oh, ist er für eine dicke Bazooka. Voll weggemacht, ey. Also ist schon der Halo-Style, ne? Das ist echt so. Ah, ich würde auch gerne Kampf machen. Nein, das ist. Also das, ich muss noch meine Tasten richtig belegen, weil wie gesagt, da sind einige Sachen noch nicht so richtig mir angekommen. Oben drauf. Was kann ich hier denn machen? Gar nichts. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da. So, eine verpoolt, Junge. Spezialgegenstände sind gleich da. Was ist da? Spezialgegenstände auf dem Feld. Mist. Abschüsse, 7 Tode, okay. Das ist eigentlich okay. Also, dass ich das gerade frisch spiele, ist das vollkommen okay. Aber wie gesagt, eigentlich sollen wir die Flagge holen.
30 Sekunden. Oh. Nein! Mein Schild war noch nicht fertig. Nach 30 Sekunden, na, das wird ja wieder lustig, ey. Also eigentlich müssen wir die Flagge holen, wie gesagt, aber irgendwie, haben wir unsere Flagge geholt? Sudden Death. Drüben sind Ziele. Lade nach. Wow. Flagge zurück. Runde gewonnen. Okay. Oh. Runde 3. Sie sind im Hintertreffen. Sie sind im Hintertreffen? Das glaube ich ja nicht so. Oh, komm schon. Hänge ich da auf diesem blöden Quad fest? Oh Mann, ich brauche eine Waffe. Wenn eine Waffenhalterung rot leuchtet, kann sie keine neue Waffe spawnen. So, okay, ja. Das ist ein Baller. Nehme ich das Ding mal. Könnte noch mit einer einsteigen. Wäre ganz cool vielleicht. Oh ja. Ui, ui. Kann ich denn den Platz tauschen? Wenn ich ballern kann. Den Reifen abgeschossen. Sie sind nah. Ruhige Hand, Spartan. Oh, caramba. Ich wollte einfach nicht aussteigen. Ging einfach nicht anders. Nicht mal eine andere Waffe? Aha. Nö. Was ist das hier? Das sind wir ein Ding. Oh. Ich dachte, ich lande oben drauf. Und aber doch nicht. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Gimmicks hier, ne? Das ist dann gar nicht so schlecht, ey. Spezialgegenstände sind angekommen. Weg zur Basis mit der Flagge. Kann ich irgendwie fallen lassen? Da drüben sind Ziele. Ich hätte gerne die Flagge losgeworden tun, damit ich schießen kann. Sekunden. Nein. Gegnerische Flagge zurückgebracht. Na toll. 10 Sekunden. Skewer in Vorbereitung. Ach, Mist. Ich muss an die Front. Ich glaube, das gehört uns. Runde verloren. Och nee. Warum haben wir jetzt eigentlich verloren? Ich verstehe es gerade nicht. Haben die jetzt die Flagge gerade wieder zurückgebracht und das zählt als Punkt oder was? Das ist natürlich blöd. Wir haben schon schlimmere Situationen gewendet. Ja, bla bla. Naja, wenn wir jetzt auch verlieren, ist nicht so schlimm. Ein bisschen schon, aber noch nicht wirklich. Dann ist das halt so. Oh nein! Die lachen sich doch jetzt Schrott über mich, oder? Oh nein! Oh nein! Ich wurde überfahren! Sie wollen jetzt den Sieg. Sie kommen jetzt alle mit Fahrzeugen an hier. Alles klar.
Läuft bei ihm. Oder auch nicht. Da kann man dann auch reinsprungen. Was war das jetzt? Was hat er auf mich geschmissen? Ist irritiert, wenn er rot ist. Da sind wir hier bei mir. Sind wir eigentlich einer mehr? Wie geht das? So, Leute, müssen wir langsam die Flagge holen irgendwie. Thomas war ja auch wieder ein Gegner. Boah. Der nervt gerade ganz schön da hinten. Hier unten war auch also einer. Nicht so gut. Ja, kommt schon, ey. Eine Minute noch. Spezialgegenstände sind angekommen. Sie haben unsere Flagge. Wiederbeschaffung einleiten. Sie sind tot. Bitte was? Was? Wie? Wo? Was? Wer? Ich verstehe gerade nicht, warum ich draufkomme. Hat er mich weggesnipert oder was? Na, ich glaube, das können wir jetzt nicht mehr aufhalten. Ich glaube, wir haben verloren. Noch 30 Sekunden. Aber dann haben wir halt Pech gehabt. So einfach ist das. Och, meine Junge. Ja. Ihre Flagge erobert. So, da haben wir Niederlage, haben wir verloren. Naja, gut. Aber ist noch nicht so schlimm, glaube ich. Zumindest noch ein bisschen Musik hier. So, das soll jetzt erstmal gewesen sein. Hier war erstmal angespielt hier. Mehr dann auch nicht. Und ja, mal gucken. Da werde ich bestimmt nochmal was machen. Und ja, wir haben ein bisschen EP. Oh ja. Und es ist ja alles eine Beta, ne? Darf man nicht vergessen, es ist alles eine Beta. Und später wird noch mehr gezockt. Danke fürs Zusehen, reingehauen, danke für den Support, bis zum nächsten Mal und tschüss.